Wenn ihr günstig nach Tel Aviv fliegen wollt, habt ihr mehrere Möglichkeiten. Die erste, die ich euch empfehle, schaut auf jeden Fall mal bei kayak.de nach. Das ist meine Lieblingssuchmaschine, wenn es um Billigflüge geht. Die haben meistens alle Billigflieger und Linienflieger zusammen in einem Block. Ihr gebt einfach ein, von wann bis wann ihr fliegen wollt. Also ich habe jetzt hier mal ausgewählt Düsseldorf nach Tel Aviv. Am 14. Februar bis zum 21. Februar bekomme ich hier als Ergebnis Flüge für 186 Euro mit Pegasus Airline. Flugzeiten sind einigermaßen verträglich mit Umsteigen in Istanbul 6 bis 9 Stunden in der Regel. Also durchaus brauchbar. Ihr könnt jetzt hier auch beispielsweise dann einfach mal nach einem anderen Flughafen, Abflughafen Berlin suchen, je nachdem, was für euch das Interessanteste ist. Und bekommt hier dann mehr oder weniger die gleichen Preise. Also Pegasus, Turkish Airlines, die haben nach Tel Aviv die besten Umsteigeverbindungen. Was ihr auch machen könnt, ist über Budapest oder Bukarest fliegen. Ich habe hier mal zum gleichen Zeitraum geguckt, was die Flüge mit Umsteigen in Budapest kosten. Ihr seht hier also, gibt im Prinzip ab Budapest tägliche Flüge, die kosten 10.900 Forint, 16.900 auf dem Rückflug. Wenn ihr hier rechts umstellt auf Euro, seht ihr, kostet also 100 Euro hin und zurück. Was ihr bei Wizz Air immer noch habt, ist diesen Wizz Air Club, den solltet ihr unbedingt nehmen. Auch wenn ihr jetzt beispielsweise den Hinflug mit Wizz Air nach Budapest oder Bukarest bucht, kostet einmal 29 Euro und ihr kriegt dann immer pro Strecke 10 Euro Rabatt. Also wenn ihr beispielsweise von Dortmund nach Budapest fliegt und dann weiter nach Tel Aviv, sind es hin und zurück schon 4 Flugsegmente. Spart euch 40 Euro und wenn ihr zu zweit fliegt, dann schon auch dann 80 Euro. Ihr könnt also in dieser Mitgliedschaft bis zu 9 weitere Personen mitnehmen. Müsst halt immer noch auf die Flugzeiten achten, also 16:15 Uhr hin. Also da gibt es meistens dann auch noch passende Hinflüge mit anderen Fluggesellschaften nach Budapest. Der Rückflug ab Tel Aviv nach Budapest kommt erst Mitternacht an, also müsst ihr also entweder die Nacht am Flughafen verbringen, könnt aber auch alternativ dann den Rückflug schauen über Bukarest. Da würde der Hinflug 269 und der Rückflug 269 lei kosten, das sind 128 Euro. Im Wizz Air Club dann nur 108 Euro. Und hier sind dann die Flugzeiten auch besser. Ihr kommt in der Früh um mittags um 12 Uhr in Bukarest an und findet in der Regel dann auch immer noch einen Nachmittagsflug. Die Zubringerflüge nach Budapest und Bukarest habe ich ausführlich erklärt in der Sektion, wie ihr billig nach Dubai fliegen könnt. Findet ihr also bei mir im Reiseblog. Will die hier nicht noch einmal alle aufnehmen, weil es, wenn der Tipp für euch interessant war und ihr weiterhin über günstige Flüge informiert werden wollt, einfach den Kanal abonnieren oder bei mir auf der Homepage den Newsletter. Könnt auch den Film gerne mit euren Freunden teilen und über einen Daumen nach oben freue ich mich sowieso.